begrüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Abend. Mein Name ist Eva Johanna Onkels. Ich bin Journalistin, arbeite bei RTL News. Das ist die, ich sitze in derselben Redaktion wie die beiden großen Nachrichtensendungen des Senders. Und ich mache hier diese Moderation jetzt seit 2020. Ich habe während Corona angefangen und habe vorher für Herrn Brömmel als Assistenzkraft im Europe Direct Büro gearbeitet. Heute Abend begrüße ich Herrn Winfried Böttcher ganz herzlich zu unserem Vortrag über die Europas Zukunft, ein Europa der Regionen. Und ich bin schon sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Bitte verlieren Sie ein paar Worte über sich. Wenn ich das mache, kann ich nur Fehler machen. Das war's. Ja. Ja, Sie dürfen, Sie dürfen. Ja, meine Damen und Herren, zunächst will ich mich bedanken bei Frau Dr. Moch und bei Herrn Brümmel, dass Sie diesen Abend initiiert haben und auch betreut haben. Denn so ein Abend ist nicht nur für den Referenten Arbeit, sondern ist auch für diejenigen, die es organisieren, Arbeit. Herzlichen Dank. Mein Thema, Europas Zukunft, ich habe es etwas abgewandelt, im Gegensatz dazu, eine konkrete Utopie. Ich werde, das kommt ein bisschen auf die Zeit an, ich kann nicht ganz Tucholsky einhalten, rede über alles, nur nicht über 20 Minuten. Das werde ich mit Sicherheit nicht schaffen. Aber Frau Moch hat mir gesagt, dass es maximal eine Vorlesungsstunde ist. Und ich werde versuchen, es kürzer zu machen, das ein oder andere wegzulassen und dann der Diskussion das zu überlassen. Ich habe das Thema in fünf Bereiche gegliedert. Ich werde erst versuchen, eine Zustandsbeschreibung zu machen der Europäischen Union, wie sie heute ist. Und aus dieser Zustandsbeschreibung heraus entwickeln, warum ich der Auffassung bin, dass wir ein anderes Europa brauchen als das, was wir heute haben. Das zweite Kapitel, da geht es um die Frage, also da halte ich es mit Oskar Neck, der kürzlich verstorben ist, Soziologe aus Hannover. Nur noch die Utopien sind realistisch. Da werde ich mich ein bisschen sozusagen auf die Ebene der Philosophie begeben und etwas über das Mögliche und das Reale sagen. Nicht? Das Kapitel heißt, das Mögliche ist das Reale. Dann, wenn ich Zeit habe, wie gesagt, aber dann werde ich das kürzen, werde ich die Genossenschaftsidee, die vor 421 Jahren erstmals überlegt worden ist von Althusius, diese Genossenschaftsidee werde ich dann ein bisschen aufgreifen, weil wenn man Althusius liest, dann ist er sozusagen so, als wenn er es gestern geschrieben hätte. Er ist weit, weit dem voraus, wie wir heute in Europa leben. Er hat diese Idee überhaupt erst entwickelt. Im 19. Jahrhundert ist er dann sehr virulent geworden. Und wie weit ich darauf eingehe, das hängt ein bisschen von der Zeit ab. Dann werde ich mich kurz damit beschäftigen, wer überhaupt die Idee hatte, die ich hier vertrete. Das ist nicht meine Idee, sondern ich habe diese Idee aufgegriffen. Das ist eine Idee aus dem 19. Jahrhundert von einem Frankfurter Republikaner, Börne, der erstmals in seiner Dissertation die Idee vertreten hat, die Völker Frankreichs und Deutschlands zusammenzuführen und die Nationalstaaten abzuschaffen. Diese Idee habe ich eben aufgegriffen, weiterentwickelt und darauf werde ich dann auch kurz eingehen. Dann auch noch Victor Hugo einbeziehen, der in dem 71er Krieg, also 70-71,
musste die Nationalversammlung von Paris nach Bordeaux gelegt werden. Und da hat er dann am 1. März eine zentrale Rede gehalten. Darauf werde ich auch kurz eingehen. Dann werde ich die Idee selbst kurz, ich habe sie sehr nicht ausgefeilt, auf gar keinen Fall, es ist eine Skizze, aber ich werde auf die Grundthesen dieser Idee eingehen und am Schluss ein kurzes Fazit machen. Europa in der Krise, eine Zustandsbeschreibung. Der Nationalstaat und mit ihm die nationalstaatlich basierte Europäische Union befinden sich nach meiner Auffassung in einer existenziellen Krise. Diese Krise ist keine Krise wie viele andere in den mehr als 70 Jahren des Versuchs, Europa zu einigen. Wir haben es mit einer Systemkrise zu tun, epochalen Ausmaßes, einem Übergang von einer historischen Phase in eine andere, vergleichbar mit den ganz großen Umbrüchen Europas nach meiner Auffassung in der Vergangenheit, wie etwa der Neuordnung Europas nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 und nach dem Wiener Kongress 1815. Sie sehen an diesen beiden Daten, die ich Ihnen genannt habe, wie für mich sich die Dimension heute in Europa darstellt. Die derzeitige Krise rüttelt an den Fundamenten der westlichen Gesellschaften, aber auch weltweit, ohne uns eine Orientierung zu geben, wie wir in Zukunft überhaupt leben wollen. Nach der Auflösung der antagonistischen Ideologien, hier der Kapitalismus, dort der Kommunismus, damit einhergehend mit der Auflösung der Sowjetunion, glaubte man, die Welt ließe sich in einem verträglichen Miteinander aufbauen. Das Gegenteil ist eingetreten: überbordender Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Abschottungen und vieles mehr. Dies erzeugte in bedrohlichem Maße Ratlosigkeit, Angst, Orientierungslosigkeit und Verunsicherung. Da es bei unserem Thema über die Zukunft Europas geht, betrachten wir nicht die Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint. Nur ein Gedanke zur Weltlage. Europa ist nur ein Teil davon, wenn es darum geht, welches Lebensmodell sich in Zukunft durchsetzen wird, das demokratische oder das autokratische. Erschreckende Zahlen hat der jüngste Economist-Index vorgelegt, der zeigt, dass nur noch 7,8% der Weltbevölkerung, das sind 23 Staaten, zu einer Demokratie zählen. Dann gibt es noch 37,6%, die auch demokratische Ansätze haben, aber sozusagen in einem Zwischenstadium zwischen Autokratie und Demokratie sind. Im Economist werden die mit mangelhaften Demokratien bezeichnet. Und 54,6%, also 94 Staaten, der Economist 167 Staaten untersucht, 94 Staaten, in denen die Menschen in Unfreiheit leben, die Tendenz ist steigend. Das ist für mich weil der Economist gerade jetzt vor 2, 3 Monaten herausgekommen ist, das ist für mich also das Erschreckendste, was ich in jüngster Zeit gelesen habe. Aber kommen wir auf Europa zurück. Der Hauptstörenfried für eine notwendige, grundlegende Reform der EU ist nach meiner Auffassung der Nationalismus, der Nationalstaat. Er ist die eigentliche Ursache für die Systemkrise der EU, weil er selbst in einer Systemkrise steckt und damit zwangsläufig die nationalstaatlich basierte EU mit hineinzieht. Er ist nicht bereit, seine Souveränität in einem notwendigen Maße auf die EU-Ebene zu verlagern. Nur dann könnte der Weg für eine europäische postnationale Demokratie überhaupt freigemacht werden. Der Nationalstaat hat nach meiner Auffassung seine historische Funktion erfüllt. Zum Beispiel hat er einen großen Beitrag geleistet zur Überwindung des Feudalismus. Er ist auch nicht das letzte Wort der Geschichte,
Die Nationen und mit ihnen der Nationalstaat sind nichts Ewiges. Sie haben einmal angefangen und sie werden einmal enden, wie es Ernest Renan in seiner berühmten Rede in der Sorbonne 1882 formuliert hat. Der Nationalstaat ist an die Nation gebunden, nicht aber die Nation an den Nationalstaat. Wie zum Beispiel die Nation der Kurden zeigt, aber viele andere Nationen, die katalonischen Nationen, also eine ganze Fülle von Nationen, die sich als Nation verstehen, aber nicht als Nationalstaat verstehen wollen und auch nicht sind. Der Nationalstaat steht unter einem doppelten Druck. Er wird durch die vielerlei Kräfte von innen und außen verändert. Von innen ist er mit wachsendem Loyalitätsschwund und zunehmender Orientierungslosigkeit seiner Bürgerinnen und Bürger konfrontiert, weil er selbst orientierungslos geworden ist. Die Welt, in der der einzelne Mensch lebt, wird ständig unübersichtlicher. Besonders verdichtet sich die Kritik der Menschen in dem Gefühl, es gehe in der Gesellschaft nicht gerecht zu. Neben der Bildungsgerechtigkeit, der Steuergerechtigkeit, der Generationengerechtigkeit steht vor allem die Verteilungsgerechtigkeit im Fokus. Alle sozialen Werte, Freiheit, Chancen, Einkommen, Vermögen und die sozialen Grundlagen der Selbstachtung sind regelmäßig zu verteilen, soweit nicht eine ungleiche Verteilung jedermann zum Vorteil gereicht. Das ist die berühmte Grundthese von das beste Buch über Gerechtigkeit geschrieben hat, von Rawls, einem Engländer, 1975 veröffentlicht. Wenn alle gleich behandelt werden, vergrößert dies die Nachteile für die sowieso Benachteiligten. Zurückgebliebene müssen auf Kosten der bisher Bevorzugten überproportional entschädigt werden. So werden zum Beispiel die unteren Lohngruppen bei Geringverdienern zeitweise überproportional als Personen mit höherem Einkommen zu berücksichtigen. Der Einwand, dies verletzt den Gleichheitsgrundsatz, der immer wieder gesagt wird, greift deshalb nicht, weil die Ausgangslage nicht gleich ist, sondern ungleich ist und jede prozentuale gleichmäßige Lohnerhöhung für alle Einkommensgruppen tendenziell zu immer mehr Ungleichheit führt. Will man wirklich die in einer Gesellschaft bestehende Ungleichheit verringern, muss man die von allen erwirtschafteten Güter ungleich verteilen. Nur Gleiche können gleich. Ungleiche müssen mit dem Ziel einer Annäherung an die Gleichen ungleich behandelt werden. Gelingen wird dies nur, wie wenn die Forderung, die schon Aristoteles aufgestellt hat, wenn Ethik, Politik und Ökonomie in Einklang zu bringen, sind und beherzigt werden. Dann hat nach meiner Auffassung der Populismus keine Chance. Darf ich einmal kurz unterbrechen? Ist das jedem klar gewesen mit der Gleichheit? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, können Sie das nochmal wiederholen, den Abschnitt mit dem Also das Gleiche? die Rawls These ist, man kann sozusagen die Gleichheit nur dadurch erreichen, dass man ungleich verteilt und nicht gleich verteilt. In dem Moment, wo man immer wieder gleich verteilt, haben die oberen Lohngruppen immer wieder einen Vorteil. Das heißt, die Ungleichheit wird größer. Darf ich dafür ein ganz super einfaches bildliches Beispiel geben? Stellen Sie sich einen Sportplatz vor. Vor dem Sportplatz ist ein Zaun. Der ist relativ hoch. Sie haben drei Leute, die sind unterschiedlich groß. Und der eine kann über den Zaun gucken, der nächste ist zu klein und der dritte ist erst recht zu klein. Und jetzt verteilen Sie drei Kisten, die alle gleich hoch sind. Die reicht aber immer noch nicht, damit der Kleinste auch über den Zaun gucken kann. Der Kleinste braucht also eine höhere Kiste, wird also bevorteilt gegenüber den anderen. Und dann haben sie zwar drei unterschiedlich hohe Kisten, aber alle können über den Zaun gucken. Sie bleiben immer ungleich. Die bleiben in der Ja. Höhe, ja, aber die Kisten Ja, gleichen ja. halt den natürlichen Nachteil aus. Ja. Klar. Ein weiterer wichtiger Punkt für die abnehmende Kontrollfähigkeit des Nationalismus sei noch erwähnt. Der Nationalstaat sowieso.
Der Nationalstaat sowieso, aber auch die Europäische Union fehlt jegliche Kontrolle über die internationalen Kapitalmärkte. Dem größten deregulierten Markt der Welt. Im Jahr 2019 betrug der gesamte Weltwarenhandel 19.000 Milliarden US-Dollar. Der tägliche Devisenhandel beträgt 6.600 Milliarden US-Dollar. Das heißt, dreimal der tägliche Devisenhandel betrifft den gesamten Welthandel. Daran sieht man, dass das praktisch gar nicht zu kontrollieren und zu beherrschen ist. Daran zeigt sich besonders deutlich die Machtlosigkeit der Nationalstaaten. Hinzu kommt der Druck, der ausgeübt wird durch grenzenlose Deregulierung und neoliberale Überbietungslogik, die Widerstände für die Fließgeschwindigkeit des Kapitals auszuräumen. Ein Journalist der Zeit, Thomas Assheuer, bringt es 2002 auf den Punkt. Zitiere: Es ist ja nicht nur Josef Stiglitz, Stiglitz ist Nobelpreisträger für Wirtschaft 2001, der befürchtet, dass die neoliberale Überbietungslogik buchstäblich im Nichts mündet. Ständig entdeckt die Abbaupolitik neue Hindernisse und Schwierigkeiten, die dereguliert und geräumt, flexibilisiert und gebrochen werden müssen, um die Fließgeschwindigkeit des Kapitals, des Wissens zu erhöhen. Zu Ende gedacht hieße das, es dort, wo nichts Altes, nichts Außerökonomisches mehr stattfindet, käme die Ökonomie zu ihrer vollen Blüte. Ein sehr, für meinen Begriff, ein sehr interessantes. Da hatte hinten jemand das mit dem Devisenhandel nicht verstanden. Die Zahlen nicht, akustisch nicht oder den. Ich hab, Ist das nicht angekommen? doch, doch, es ist angekommen, aber ich habe es nicht begriffen. Der gesamte Welthandel, Warenhandel, die Waren sind 19.000 Milliarden pro Jahr, 2019. Das ist jetzt anders, aber die Zahlen kommen immer etwas später, sodass die 20er-Zahlen noch nicht auf dem Markt sind. Und der tägliche Devisenhandel, der nichts mit dem Warenhandel zu tun hat, der hat 6.600 Milliarden. Wenn Sie das mal dreinnehmen, sind Sie ungefähr bei den 19.000 Milliarden Warenhandel. Das heißt, 3 Tage Devisenhandel machen den gesamten Welthandel aus in der Zahl. Dankeschön. Die Europäische Union hat etwas geleistet, was nicht hoch genug anzuerkennen ist. Sie hat für einen Teil Europas 70 Jahre Frieden garantiert, hat Ost und West, Nord und Süd des europäischen Kontinents miteinander versöhnt. Willy Brandt hat den sehr schönen Satz gesagt, den ich immer wieder zitiere: Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. In verstörender Weise wird es uns durch den Überfall Russlands auf die Ukraine nochmal 2022 bewusst gemacht. Neben dieser alles überragenden Leistung ist die Europäische Union in ein mehr oder weniger erfolgreiches neoliberales ökonomisches Projekt geblieben, das den Lebensstandard seiner Mitglieder erhöht hat. Auch das ist anzuerkennen. Aber politisch und sozial ist sie ein Torso geblieben. Das liegt insbesondere daran, dass die Nationalstaaten nicht bereit sind, in notwendigem Maße Souveränität auf die Union zu übertragen. Nationalinteresse dominiert das Gemeinschaftsinteresse. In der derzeitigen Form gemeinsamer Entscheidungsfindung in der Union wird Souveränität durch kollektive, meist einstimmige Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs ausgeübt. Jeder Mitgliedstaat kann bei Angelegenheiten, die in seinem nationalen Interesse liegen, mit einem Veto die Beschlüsse blockieren. Ständig zeigt der ungarische Ministerpräsident Orbán, wie vorzüglich dieses Instrument funktioniert. Nationalstaat und Nationalismus gingen im Laufe der Geschichte eine symbiotische Beziehung ein. Der zunehmende aggressive Nationalismus, nicht nur in Europa,
gaukelt den Rückzug auf den anheimelnden Nationalstaat vor, verspricht Abschottung von all dem, was nicht national eigen ist, einhergehend mit Fremdenfeindlichkeit. Er bedroht unsere in einer jahrhundertealten Kulturgeschichte erworbenen Werte. Er untergräbt die Demokratie, Nationalismus und Transformation der Nationalstaaten müssen also zusammengesehen werden. Meine These ist, wenn wir den Nationalstaat abschaffen, schaffen wir auch den Nationalismus ab. Aber darüber kann man streiten. Die Schlussfolgerung aus der bisherigen Skizze einer nach meiner Ansicht nicht reformierbaren Europäischen Union ist, diese neu zu gründen. Die sogenannten Realisten werden mich einen Utopisten nennen. Aber was die Vorstellung eines anderen Europas verheißt, wird dann in Zukunft Wirklichkeit sein, wenn es in der Zeit verkündet wurde, da es noch unmöglich schien. Ich kann mich voll und ganz den schon zitierten Oscar Negt anschließen, wenn er am Ende seines Buches Der politische Mensch, ein sehr lesenswertes Buch, feststellt, nur noch die Utopien sind realistisch. Oder, wie Albert Einstein formuliert, keine Idee ist eine gute, die nicht am Anfang illusorisch erscheint. Ich komme jetzt zu diesem kurzen, etwas philosophischen Teil. Im Jahre 1975 schrieb Ernst Bloch in seinem Buch Experimente Mundi, denn das Reale enthält in seinem Sinn die Möglichkeit eines Seins wie die Utopie, das es gewiss noch nicht gibt, doch es gibt fundierten, diffundierenden Vorschein davon und dessen utopisch-prinzipiellen Begriff, so politisch wie ethisch, wie ästhetisch, wie meta-religiös. Also die These von Bloch ist, dass er sagt, die Utopie ist zwar noch nicht da, aber sie erscheint schon irgendwo am Horizont. Durch geistige Verarbeitung der Wirklichkeit erwacht Möglichkeit. Hierbei überschreitet das Denken die Grenzen der gelebten Realität und weist zurück auf Vergangenheit und reflektiert Gegenwart. Es eröffnet sich sozusagen eine Betrachtungsweise, wie das Kannsein werden könnte. Kannsein ist ebenfalls ein Begriff von Ernst Bloch. Das Kannsein formuliert Ernst Bloch in seinem dreibändigen Werk Das Prinzip Hoffnung 1967, würde, Zitat, fast nichts bedeuten, wenn es folgenlos blieb. Folgen hat das Mögliche, aber nur, indem es nicht bloß als formal zulässig oder als objektiv vermutbar oder selbst als objektgemäß offen vorkommt, sondern indem es Wirklichkeit selbst eine zukunftstragende Bestimmtheit hat. Es ist sehr kompliziert, ich weiß. Aber dann kann ich den Bloch nicht zitieren. Wenn, ich meine, wir können gerne. Wenn das unverständlich bleibt, können wir gerne nachher versuchen, es einigermaßen verständlich zu machen, in der Alltagssprache zu bringen. Verfolgen wir nun den Gedanken in einen Möglichkeitssinn für Europa, dann finden wir Argumente bei Robert Musil in seinem berühmten Roman Der Mann ohne Eigenschaften, einem umfassenden Zeitporträt kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wenn er in ähnlicher Richtung wie später Ernst Bloch denkt. Da das ein Roman ist, ist das ein bisschen einfacher formuliert als das, was Bloch in seiner Philosophie formuliert. Deswegen will ich es doch nochmal zitieren. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt und niemand wird bezweifeln, also jetzt Zitat von Musil, dass er seine Daseinsberechtigung hat, der Wirklichkeitssinn, dann muss es auch so etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er findet, hier könnte, sollte, müsste geschehen
Und wenn man ihm von irgendwas erklärt, dass es so sei, dann denkt er, nur es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe der Möglichkeitssinn geradezu sich als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Ein anderer Begriff für Möglichkeitssinn ist Utopie, in unserem Falle die konkrete Utopie. Es würde das dem Wort konkret würde es widersprechen, wenn man sagt, also das sind alles nur Hirngespinste. Damit verbinden wir mit dieser konkreten Utopie nichts Unrealistisches, Weltfremdes, keine Hirngespinste, Luftschlösser oder Wunschbilder. Ebenso wenig verbinden wir damit Science Fiction oder Anti-Utopien, die vom Totalverlust der Freiheit des Menschen durch nicht legitimierte Herrschaft ausgehen, wie etwa George Orwells 1984 oder Aldous Huxley's A Brave New World. Nein, mit konkreter Utopie verbinden wir ein grundlegendes Prinzip von Realität, eine in Gedanken vorweggenommene Möglichkeit von Zukunft. Konkrete Utopie steht am Horizont jeder Realität. Reale Möglichkeit umgibt bis zuletzt die offenen dialektischen Tendenzen, so wie der Ernst Bloch. Soweit diese kurze Einführung. Ich überschlage das. Da gibt es noch nach meiner Auffassung sehr, sehr schöne, interessante Ideen, aber die Uhr zeigt mir. So, ich komme dann zu dem Punkt genossenschaftlich organisierte Lebensgemeinschaften. Denn diese Idee, die eben, wie gesagt, 421 Jahre alt ist, liegt meiner Idee oder der Idee von Börne zugrunde, eben ein Europa ohne Nationalstaaten zu gründen. Bevor ich das Projekt einer Europäischen Republik der Vereinten Regionen vorstelle, will ich noch auf den Gedanken genossenschaftlich-menschlichen Zusammenlebens kurz eingehen, quasi eine theoretische Grundlage dessen, was nachher in der Skizze dann grundgelegt ist. Die vier ausgewählten Zitate, die werde ich aber nicht benutzen, sondern werde nur das von Althusius benutzen, eben wegen der Zeit. Die vier ausgewählten Zitate drücken besonders gut aus, warum in einem Europa der Regionen eine menschliche Lebensgemeinschaft besser als in einem Nationalstaat gedeihen kann. Vor 421 Jahren veröffentlichte Johannes Althusius, der lebte von 1573 bis 1638, das Buch Politica Methodici. Digesta und so weiter, alles Latein, brauchen wir nicht zu wissen. Ein Buch mit Grundlagen, wie Gemeinschaften zusammenleben sollten. Im Gegensatz zu den meisten Wissenschaftlern seiner Zeit liegt bei ihm die Souveränität nicht beim Herrscher, sondern beim Volk. Veräußerungen von Rechten auf einen Dritten sind ausgeschlossen. Sein Grundbegriff ist etwa wie bei Cicero auch die Genossenschaft. Gemeint ist damit eine enge Form von Gemeinschaft. Wie schon bei Aristoteles ist der Mensch das Wesen, das miteinander kommunizieren kann, im Gegensatz zu allen anderen Wesen. Althusius führt einen weiteren Begriff ein, nämlich die Symbiose. Die Symbiotici, wie er sagt, sind einander die Helfenden. Die Gemeinschaft setzt er föderal aus vielen Einzelgemeinschaften zusammen. Private und öffentliche Genossenschaften, private wie etwa Ehe, Familie, Zünfte, Innungen, öffentliche wie etwa Dörfer, Städte, Provinzen. Politische Gemeinschaft definiert er
als eine Genossenschaft, in der sich die symbiotisch miteinander Lebenden durch expliziten und stillschweigenden Vertrag zur wechselseitigen Kommunikation dessen verpflichten, was zum Gebrauch des sozialen Lebens und der Mitgenossenschaft nützlich und notwendig ist. Für Althusius ist Politik die Kunst, die Menschen in einer Gemeinschaft zu verbinden, sie zu vergemeinschaften in einer Genossenschaft, die es ihnen ermöglicht, miteinander zu leben und voneinander Hilfe und Nutzen zu erhalten. Wenn Sie das heute auf die Idee, die ich vertrete, eben eines Europa der Regionen, dann ist das präzise eigentlich also theoretische Fundament. Im 19. Jahrhundert ist dann erst eigentlich in Deutschland die Gemeinschaft zu einem Thema geworden. Ein linksliberaler Intellektueller des 19. Jahrhunderts, Hermann Schulze-Delitzsch, hat die erste Genossenschaft in Deutschland gegründet. Diese Genossenschaft steht heute auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturgutes. So viel zur Genossenschaft. Es ist noch sehr viel mehr, was ich sozusagen ausgeführt habe. Aber ich habe den Vortrag, das kann ich zwischendurch sagen, ich habe den Vortrag veröffentlichen lassen und habe ihn auch mitgebracht, habe ihn auch signiert und habe ihn zum Selbstkostenpreis von 5 Euro hier in meiner Tasche. Sie können es also gerne haben, aber das muss nicht sein. So, ich komme jetzt zu der Skizze. Eine halbe Stunde habe ich jetzt geredet. Also, ich werde versuchen, in der nächsten Viertelstunde diese Skizze zu skizzieren. Zunächst will ich kurz sagen, das habe ich ja auch schon gesagt, dass dieser scharfsinnige Publizist Ludwig Böhne, er lebte von 1786 bis 1837, in seiner Dissertation im Jahre 1807, um die Zeit ein bisschen einzuordnen. Napoleon hatte 1806 in der Schlacht von Jena Austerlitz und die Preußen vernichtend geschlagen. Das war diese Zeit. 1830 lockte die Julirevolution in Frankreich den jüdischen Intellektuellen nach Paris, in der Hoffnung, dort das Land der Freiheit zu finden. Bis zu seinem Tode lebte er dann in Paris. Zeitlebens ließ ihn der Gedanke einer deutsch-französischen Vereinigung nicht mehr los. So auch in seinem Essay aus dem Jahre 1836 in der von ihm gegründeten, herausgegebenen Zeitschrift La Balance. Er hat eine Zeitschrift gegeben und hat also diese Idee nochmal etwas ausgeführt. Auf dem Pariser Friedenskongress von 1849 forderte Victor Hugo die Vereinigten Staaten von Europa und beschwor den Tag, der kommen werde, wo ein Krieg zwischen Paris und London, zwischen Petersburg und Berlin, also das ist ein Zitat von Hugo, zwischen Wien und Turin ebenso absurd schiene wie zwischen Rouen und Amiens, zwischen Boston und Philadelphia, der Tag, an dem die Vereinigten Staaten von Amerika sich von Angesicht zu Angesicht die Hände reichen. Der Pazifist Alfred Fried lebte bis 1921, 1864 geboren, schrieb schon vor mehr als 110 Jahren, trotz zweier menschenverachtender Weltkriege, trotz mehr als 100 Kriegen seit 1945, die Bürgerkriege nicht gerechnet, jetzt wieder trotz des Ukraine-Kriegs, es wird vergeblich sein, den Krieg auszuwärzen. Bedenkt man, dass von 3400 Jahren Menschheitsgeschichte nur 234 Jahre ohne Krieg verlaufen sind, dann ist die Geschichte der Menschheit eine Kriegsgeschichte. Der Mensch ist ein kriegerisches Wesen. Trotzdem pflanzte Victor Hugo
mitten im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 demonstrativ in seinem Garten eine Friedenseiche. Als Mitglied der sich neu konstituierenden französischen Nationalversammlung in Bordeaux setzte er sich am 1. März in einer Grundsatzrede mit der Zukunft Europas auseinander. Ich zitiere jetzt einen deutschen Literaturwissenschaftler, Lützerler, der über de Gaulle geschrieben hat, was er dort gesagt hat. Also es ist kein Direktzitat in dem Sinne. Er warnte und beschwor Franzosen und Deutsche, nunmehr wird es in Europa zwei fürchterliche Nationen geben. Die eine, weil sie gesiegt hat, die andere, weil sie verloren hat. Weder sollte die eine dem Siegestaumel sich hingeben, noch die andere Revanchierungsgelüste. Vielmehr sollten wir in Zukunft, und das ist jetzt Original, Hugo, wir sollten in Zukunft ein einziges Volk bilden, eine einzige Republik. Keine Grenzen mehr, rief er aus. Der Rhein gehört uns allen. Seien wir eine Republik, bilden wir die Vereinigten Staaten von Europa, gründen wir die europäische Freiheit, den Weltfrieden. Nun zu der Skizze. Nach der mehrfach geäußerten Überzeugung, dass Europa mit dem Nationalstaat nicht überlebensfähig ist, skizziere ich hier, wie ein postnationales Europa aussehen könnte. Es sind nur unabdingbare Grundelemente einer Skizze eines neuen europäischen Gesellschaftsvertrages zwischen autonomen Regionen. Ein solcher Vertrag muss von den Völkern der Regionen ausgearbeitet und in einem Referendum angenommen werden. Die Idee ist, Frankreich und Deutschland verlassen die Europäische Union. Gut vorstellbar zusammen mit den Benelux-Staaten, um gemeinsam Europa neu zu gründen. Es soll jedoch kein Superstaat entstehen, sondern die Nationalstaaten werden aufgehoben. Und dieses Wort aufgehoben ist in der Hegelschen Philosophie sehr bedeutender Begriff. Aufheben heißt auf eine neue, höhere Ebene heben. Man löst etwas auf, hebt es auf eine neue, höhere Ebene und es entsteht eine völlig neue Qualität. Also das bedeutet, wenn man bei Hegel aufheben liest, immer dieses. Dies meint, die Staaten werden in ihrer bisherigen Form aufgelöst und entstehen auf einer höheren Ebene in einer neuen Form mit einer neuen Qualität. Mit diesem Entschluss der beiden wichtigsten Nationalstaaten der Europäischen Union könnte der zentrale Denkansatz eines regionalen Föderalismus umgesetzt werden. Zwei große bestimmende Kulturströme des alten Europa könnten in einem großen Strom zusammenfließen unter Beibehaltung regionaler Vielfalt der Kulturen, einschließlich der Alltagskulturen, als Erinnerung an die Vergangenheit und als Vermächtnis für humane Zukunftsgestalten. Wenn eine solche Republik anfangs nur aus Deutschland und Frankreich bestehen würde, hätten dies circa 149 Millionen Menschen. Also Einwohner und ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 6.500 Milliarden. Daran sehen Sie, dass diese natürlich perfekt leben können, weil die Europäische Union wäre dann also nicht mehr lebensfähig. Das ist auch der Sinn dessen, was ich eigentlich möchte. Natürlich steht jedem europäischen Land von Anfang an oder später die Mitgliedschaft in der ersten Europäischen Republik offen. Es muss seinen Nationalstaat aufgeben, seinen alten Staat regionalisieren sowie ohne Wenn und Aber die Verfassung der Republik akzeptieren. Das heißt, es gibt keine Verhandlungen, sondern es gibt eine Verfassung, die sie beiden Völker ausgearbeitet haben und die wird akzeptiert ohne Wenn und Aber, also nicht sozusagen, dass ein Gerangel oder Verhandlungen gibt, sondern steht die Verfassung da und dann wird es gemacht. Der Kernstaat, der neue europäische Kernstaat, besteht nach heutiger Gliederung aus 34 Regionen, den 16 Bundesländern und den 18 Regionen Frankreichs, 13 in Europa und 5 in Übersee.
Nach meiner Auffassung entspricht die heutige Einteilung weder in Frankreich noch in Deutschland den notwendigen Gegebenheiten. Nach Kriterien, die sich unter anderem an der Wirtschaftskraft, der Einwohnerzahl und der kulturellen Identität orientieren, sollten vor einer endgültigen Zuordnung Strukturreformen durchgeführt werden. Zum Beispiel denke ich bei Nordrhein-Westfalen an den Beikircher, der sagt, der ärgste Feind des Rheinländers ist der Westfale. Nicht? Also ich denke daran, dass man diese Gemeinschaften wieder diese beiden wieder als Regionen vereinzeln sollte. Die erste Europäische Republik besteht aus zwei gleichberechtigten Häusern, dem Haus der Völker und dem Haus der Regionen. Sie hängen voneinander ab, kontrollieren sich gegenseitig und teilen sich die Macht. Es wird eine Verfassung ausgearbeitet. Ich will da nicht eingehen. Ich habe das hier etwas genauer spezifiziert, was es bedeutet, eine solche Verfassung. Was ich nur sagen will, ist eben, diese Verfassung muss eine Verfassung des Volkes sein. Wie also die amerikanische Verfassung, die beginnt, We the People. Nicht? Das heißt, es ist eine Verfassung, die nicht von oben gemacht wird, sondern es muss vom Volk ausgehen, diese Verfassung. Ich will also das auch überschlagen, jetzt die einzelnen, wie das Ganze funktioniert. Das habe ich also, was das Regionenhaus und was das Völkerhaus tun soll. Jedenfalls das Regionenhaus ist das Entscheidende. Und es gibt keine Möglichkeit, dass das Völkerhaus das Regionenhaus in irgendeiner Weise überstimmt. Aus dem Parlament heraus wird dann ein Regionalrat gebildet, der die Politik ausführt, zusammen mit einer Verwaltung, die technische Arbeit macht. Der Regionalrat ist jederzeit in der Verfassung festgeschriebenen Regeln abrufbar. Das heißt also, es gibt keine fünfjährigen Dinge, sondern kann man eine Mehrheit finden, um die Verwaltung abzulösen. Die höchste Instanz der Region ist der Bürgerentscheid, der zu jedem Thema nach einem ebenfalls in der Verfassung festgelegten Quorum durchgeführt wird. Das Ergebnis ist für alle, die in der Region leben, bindend. Ich komme dann zum Schluss, noch 3 Minuten. Die neue europäische Integration als ein System eines Europa der vereinten Regionen, eine erste europäische Republik, ist Ausdruck einer europäischen Föderation neuer Art, eines Europa ohne Nationalstaaten. Der Mensch ist in seiner Region weitestgehend selbstbestimmt durch ein Höchstmaß direkt demokratischer Beteiligung an ihn betreffenden politischen Entscheidungen. Eine solch nationale Mischform einer Demokratie ist durch das Fundament des jahrhundertealten, gewachsenen europäischen Wertesystems abgesichert. In diesem Wertesystem haben alle europäischen Völker, ob groß oder klein, ihren Beitrag geleistet. Es reicht also nicht aus, für das nationale Europa die institutionellen Voraussetzungen zu schaffen, sondern das Fundament der Neubesinnung ist und bleibt das kulturelle Erbe. Beeindruckend hat dies der Altmeister der mittelalterlichen Geschichte, Jacques Le Goff, in seinem Buch Das alte Europa und die Welt der Moderne dargelegt. Als wichtige Grundlage europäischen Denkens bezeichnet er die Idee der Natur, die Idee der Vernunft, die Idee der Wissenschaft, die Idee der Freiheit und vor allem die Idee des Zweifels und ihrer Anwendung. War nicht der kritische Geist, so sagt er, einer der wesentlichen Werkzeuge des Denkens und Handelns der Europäer? Und bleibt er nicht heute noch einer der großen Vorzüge? Er plädiert für die Schaffung eines neuen europäischen Humanismus. Der Humanismus war eine der großen Schöpfungen Europas. Das Europa von morgen wird ein humanistisches sein oder es wird nichts sein.
Ein sehr schöne kleines Büchlein gibt es von einem Engländer, Terry Eagleton, der Was ist Kultur? Also wenn Sie mal etwas lesen wollen, ist ein ganz kleines Büchlein, aber ein ganz tolles Buch. Dann kaufen Sie sich das mal von diesem Terry Eagleton, Was ist Kultur? Kultur ist nicht mehr das, Zitat, wovon wir leben. In erheblichem Maße ist das auch das, wofür wir leben. Liebe, Beziehungen, Erinnerung, Verwandtschaft, Heimat, Gemeinschaft, emotionale Erfüllung, geistiges Vergnügen, das Gefühl einer letzten Sinnhaftigkeit. Eine fünfte Komponente neben der institutionellen, der ökonomischen, der wissenschaftlichen und der kulturellen ist die emotionale. Jacques Le Goff zitiert den italienischen Historiker Federico Chabot, 1901 bis 1960 gelebt, mit dem Satz: Bei der Ausprägung der Idee Europas und des Europagefühls hatten kulturelle und moralische Faktoren eine absolute Vormachtstellung inne, wenn sie nicht sogar eine ausschließliche Rolle spielen. Ich habe das auf den Satz gebracht, auf den Punkt gebracht: Europa ist Europa, wenn Europa Gefühl ist. Eine europäische Föderation neuer Art als ein Europa der vereinten Regionen wirkt als lebendiger Regionalismus, nah beim Alltag der Menschen, der möglichst mit solidarischer und direkter demokratischer Partizipation aller Betroffenen die anfallenden Probleme zu lösen und die europäischen Werte zu leben vermag. Eingeschlossen hierin ist besonders auch die soziale Dimension, die Gerechtigkeit. Das Europa der Zukunft wird regional, föderal, humanistisch oder es wird gar nicht sein. Vielen Dank. Ich weiß, dass es etwas kompliziert ist. Ich weiß auch, dass man eigentlich mindestens einen Tag ein Seminar daraus machen müsste, um es dann zu sehen. Aber es war mir nicht anders möglich, in einem Vortrag es anders zu bringen. Und ich entschuldige mich, wenn sozusagen das ein oder andere unverständlich geblieben ist. Aber wir können das ja jetzt klären. Bitte. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Böttcher, für diesen Vortrag. Es war sehr interessant zuzuhören. Gibt es Fragen? Ja, guck mal, denn ich bitte Sie, sich kurz zu fassen, damit ich die Frage wiederholen kann. Warten Sie, ich hole mir nur noch einen Stift, damit ich mir das notieren Sie können kann. meinen Bleistift Ah ja, haben. gut. Okay. Ganz gut. Nur, die Frage besteht aus zwei Teilen. Wunderbar. Jetzt haben wir eine Utopie gehört für Europa, wonach halt viele Menschen, die für Europa sind, sich sehnen. Erster Teil der Frage ist, muss tatsächlich, in dem Fall die beiden Staaten, die Deutschland und Frankreich, aus der EU raus, um das zu erreichen? Und jetzt kommt die zweite Frage. Das ist ja sprachlich gesehen ein germanischer Fuß und ein romanischer Fuß. Ein Stuhl mit zwei Füßen kann nicht gut stehen. Ein Schemel mit dreien vielleicht auch besser. Wie wäre es, wenn man am Anfang denn auch einen slawischen Teil dabei, also zum Beispiel Polen, damit für die Zukunft in alle drei Richtungen Europas ja, man eine Reklame gemacht hat, wenn es funktioniert. Also A, muss man rauferwecken und B, könnte man vielleicht Polen dazu nehmen. Die Frage hier aus dem Publikum war, ob Deutschland und Frankreich in einem ersten Schritt wirklich aus der EU austreten müssten und ob man, wenn man die dann sagt, okay, wir bilden eine neue Europäische Union mit Deutschland und Frankreich, nicht auch Polen dazu nimmt, damit man von den romanischen Sprachfamilien, den germanischen Sprachfamilien und der slawischen Sprachfamilie jeweils einen Partner hat. Ja. Also ich denke, das ist noch komplizierter als das, was ich vorgeschlagen habe.
Das ist überhaupt kein Problem für Polen, dieser ersten Republik beizutreten. Wenn die Polen sozusagen ihre Nationalstaat abschaffen und die Regionen bilden, die es ja heute schon in Polen gibt, dann ist das möglich. Können die morgen beitreten. Aber man muss zuerst mal, denke ich, das Gerüst schaffen. Und das Gerüst ist schon schwer genug, zwischen Deutschland und Frankreich zu schaffen. Und umso mehr andere Länder man hinzunimmt, wenn es nicht gerade die Benelux-Staaten sind, weil das besonders ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann, ja gut, es ist sowieso eine Utopie und sie wird nur noch sozusagen utopischer. Ich würde, meine Frage war, als ich Ihr Buch gelesen habe, ich hatte ganz, ganz lange als Region was viel Kleineres vor Augen. Also sowas wie, ich nenne es mal unsere Kreise, die wir haben. Also so der Kreis A oder Städteregion Aachen ist ja schon an manchen Stellen sehr unterschiedlich zur Städteregion Heinsberg. Ich selber komme vom Niederrhein, das ist nochmal anders. Wie können wir, kann man denn diese Regionen so übereinbringen, dass man sagt, okay, wir haben diesen Regionalitätsgedanken und sind gleichzeitig groß genug? Also hier, Sie haben jetzt in Ihrem Text gesagt, der Rheinländer und der Westfale gehen nicht zusammen. In Ihrem Buch ist das noch anders. Da haben Sie, glaube ich, in Nordrhein, genau, da sagen Sie zum Beispiel, denke ich, bei Nordrhein-Westfalen und auch bei Bayern an jeweils zwei Regionen, während Ja, andere deutsche Länder zusammengelegt ja, werden. ja. Also würden Ja, Sie. ja. Also es muss eine Strukturreform vorhergehen, nicht? Weil wenn man es so machen würde wie jetzt, ich habe nur das natürlich nicht auch noch hineinpacken können, dass man, wie die Strukturreformen aussehen, nicht? Aus dem Grunde habe ich das nicht gemacht, sondern habe einfach die Region gemacht, so wie sie sich heute verstehen. Aber Sie haben schon recht. Aber gut, wenn man ins Detail geht, wird die Sache, aber okay, es ist kompliziert, ich weiß es. Ja, bitte da hinten. Frage, wenn nicht nur ein Dorf in Deutschland und Sie Frankreich, müssen mir übersetzen, ich verstehe das nicht. würden dann nicht die übrigen dann gerne EU erhalten? Und auch die Zahlungen, die Subventionen, all diese ganzen Dinge würden ja nicht mehr wegfallen. In der Mitte sitzt da ein massiver Bruch von Deutschland, Frankreich, Benelux, der vielleicht von den anderen als Hegemon empfunden wird. Und würde das nicht diese anderen Staaten eher dazu treiben, die Abhängigkeit von diesen Grenzstaaten zu reduzieren und dann eben andere Bindungen zu suchen, wo sie sich wiederfinden können im slawischen Bereich oder im sonstigen Bereich. Also mir kommt die Idee, wenn sie die zwangsläufig entstehen sollte, aus den reinen Satzwängen, dass irgendwann die EU so nicht mehr funktionieren kann und Verteidigung, Außenhandel, diplomatische Beziehungen eigentlich so nach und nach dazu führen, dass es gar nicht anders mehr geht, dann mag das sein. Wenn sich aber nur diese zwei Staaten dazu entscheiden, diesen Kernstaat zu bilden und den anderen anzubieten, ihm beizutreten. Warum treten die dann nicht von Anfang an bei? Das heißt, da muss es Widerstände Ja. geben, das zu tun. Dass Ich. die Deutschen und die Franzosen als Vorreiter das tun, ist ja schon. Aber es muss nicht sein, dass die anderen darauf zugebieten werden. Ich kürze das mal zusammen, weil das ist interessanterweise genau so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Würde ein Zusammenschluss von Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten nicht zu einem dicken Block, nenne ich ihn mal, innerhalb von Europa führen, der wieder so Hegemons- oder Hegemonialängste auslöst. Ist dann nicht die Frage, würden sich die anderen Staaten wirklich Was würde er ausnutzen? So. hegemonial sorgen wieder von einem Hegemonialstaat, wie das kurz vor dem Ersten Weltkrieg ja auch gewesen ist. Und dass man sich dann, dass diese Staaten, die dann übrig bleiben, ich nehme jetzt mal Spanien, Italien, Polen, sich dann vielleicht bedroht fühlen von diesem Hegemonialstaat oder Hegemonialkonstrukt Deutschland, Frankreich, Benelux. Was haben die dann für eine intrinsische Ja, Motivation, dem ich. beizutreten? Ja, das Ganze ist sozusagen, also diese Idee, die ja gar nicht meine Idee ist, sondern die ich nur aufgegriffen habe, Deutschland und Frankreich zu einem gemeinsamen regionalen Gebilde, sage ich mal, nicht? Das ist kein Staat im herkömmlichen Sinne mehr, sondern es gibt zwar eine
für die Verteidigung und für ganz bestimmte Dinge gibt es zwar dieses Haus der Völker, aber dieses Haus der Völker kann nicht ohne das Haus der Regionen sozusagen zum Beispiel Krieg führen oder so etwas machen. Das ist alles, das ist nicht mehr möglich nach diesem Modell. Und die anderen, man könnte zum Beispiel eine Übergangssache fassen, dass man die Länder, die da jetzt sozusagen nicht sofort bereit sind, beizutreten, das könnten ja die Länder auch innerhalb einer ganz, ganz kurzen Zeit, ja, könnten ja beitreten. Spanien und Polen und so weiter, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern sie können nur nicht sofort beitreten, weil man zunächst mal das Grundgerüst schaffen müsste. Und das Grundgerüst zu schaffen ist unter 5 Ländern schwieriger als das Grundgerüst zu schaffen unter 2 Ländern. Das ist das Problem. Ja, bitte hier vorne. Ich kann mich erinnern, es gab in den Anfangsjahren der EU den Satz, ein Europa der Vaterländer. Ja. Und wenn ich Ihre Idee so höre, ist das das Ende der Vaterländer oder ist das das Ende der Staaten? Was ist der Unterschied zwischen Staat und Vaterland? Ich kann es mir schlecht vorstellen, das Ende der Vaterländer. Das ist in Menschen drin über Jahrhunderte. Ja, eine schwierige Frage insoweit, dass das Europa der Vaterländer ist eigentlich das Europa, was die AfD fordert. Das ist genau das, was zwar der De Gaulle, formuliert, nicht? Aber die AfD fordert heute genau das. Und das ist nichts anderes als das Europa der Nationalstaaten. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Europa der Vaterländer und dem Europa der Nationalstaaten. Also von daher würde es nicht widersprechen. Und die, was man ja noch ergänzen kann, die Idee des Nationalstaates, die ist ja gar nicht so alt. Also wenn wir uns Nein, angucken, 200 ne? Jahre, grob gerechnet, 250 Jahre. Ja, also ich habe jetzt eine Frage bezüglich der Region, weil ich habe Regionen verstehe ich halt auch anders. Und es gibt ja durchaus auch in Europa der Regionen schon, also eben die eben auch grenzüberschreitend sind. Ne? Also wie jetzt hier Aachen, Belgien, Grenzgebiete, aber eben auch Katalonien mit Südfrankreich. Also die haben ja schon eine kulturelle, aber eben auch eine regionale, ökonomische Integration. Zweifelsfrei. Oder eben auch Ostdeutschland mit Will Polen, ich wenn auch man nicht jetzt. abschaffen. Das Was? will ich auch nicht abschaffen. Ich will es nur vollenden. Genau, okay, gut. Also, vor allem. Und dann ist natürlich, also für mich jetzt auch die Frage, Europa ist ja nicht also Teil auch einer Weltgemeinschaft, ja, und Multilateralismus. Und es gibt ja zum Beispiel auch schon Teile der EU, die ja eben auch also auftreten in der Weltgemeinschaft als EU. Also zum Beispiel Klimapolitik, da ist bei den Konferenzen ist die EU eine Party, also ein Nationalstand und verhandelt mit. Und deswegen ist da eben auch Europa der Motor für den Fortschritt. Wenn Sie jetzt sagen, okay, die EU, so wie sie ist, löst sich auf, dann wird das natürlich auch ziemliches Entsetzen in der Weltgemeinschaft auslösen. Ja, klar, das ist Also, ich wiederhole die Frage einmal ganz knapp. Also es sind ja eigentlich zwei Aspekte. Also den einen Aspekt, den wie der Dame eingeworfen hat, ist, dass es ja regionales Handeln innerhalb von Europa schon gibt. Auch gerade über Grenzen hinweg merken wir hier in der Region, merken wir auch in anderen Regionen, die grenznah sind. Und dann kam das Thema zur Sprache, die EU hat ja ein gewisses Gewicht in der Welt. Wenn die jetzt sagen würde, ich löse mich auf, dann wäre das natürlich ein weiterer Schock in einer, nehmen wir jetzt mal an, das würde innerhalb der nächsten Jahre passieren, innerhalb einer ohnehin schon krisengeschüttelten Welt. Was macht das eigentlich dann in der Politik? Welche Auswirkungen hat das? Ja, darauf kann ich eigentlich nur antworten. Wenn wir
eine Weltgemeinschaft hätten, dann würde mein Vortrag anders aussehen. Aber die haben wir nicht. Wir haben keine Weltgemeinschaft, sondern das ist ja das, was ich versucht habe am Anfang darzulegen, dass wir zurzeit eine lebensgefährliche Auseinandersetzung haben zwischen dem, was wir in unserem westlichen Demokratieverständnis und dem, was in dem autokratischen Verständnis der Russen, der Chinesen und ist. Und von daher ist das überhaupt kein Nachteil. Wir haben das nicht. Wenn wir eine Weltgemeinschaft hätten, dann würde ich Ihnen zustimmen. Aber die haben wir ja nicht. Denn wir haben eine Katastrophe im Moment, nicht? Und wir werden sehen, also ich werde das alles nicht mehr erleben, aber einige von Ihnen werden es vielleicht noch erleben, dass diese Auseinandersetzung wirklich so fundamental ist, wie wir uns das heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Welches Lebensmodell wird überleben? Und ich habe Ihnen ja die Zahlen des Economist genannt, mit 7,8% der Weltbevölkerung, mit 23 Ländern, die noch als demokratisch bezeichnet werden und die anderen schon autokratisch sind und nicht mehr frei sind und die mit unserem Lebensmodell gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und das denke ich ist auch die eigentliche Ursache des Ukraine-Krieges. Diese Auseinandersetzung eben zwischen Demokratie und dass die Russen die Ukraine deshalb überfallen hatten, weil sie davor Angst hatten, dass in der Ukraine ein westlich orientiertes Lebensmodell sich entwickelt, das sozusagen ausstrahlt auf Russland. Und das ist auch eine These, die zum Beispiel von Münkler vertreten wird. Also das ist wirklich die Auseinandersetzung, die so fundamental ist, wie ich die beiden Sachen genannt habe, des Westfälischen Friedens und eine völlig neue Ordnung. Die Welt wird sich völlig neu ordnen. Es sei denn, das Klima zwingt uns, sie sozusagen in einer Welt zu ordnen. Das könnte natürlich sein. Wenn das Klima so dramatisch, die Klimakatastrophe so dramatisch wird, dass sie nur noch weltweit gelöst werden kann. Aber gut, das. Ich würde daran gerne eine Frage anschließen von Christiane Pülz. Es kommt aus dem Digitalen. Sie sprachen darüber, dass die Nationalstaaten nicht zu einem Beitritt zu einer Europäischen Republik verpflichtet seien. In diesem Falle würde man immer noch nicht von einem geeinten Europa sprechen können. Das heißt, dass dieses neue Europa der Regionen wieder grundsätzlich ungleich sein würde und auch die Gefahr von kriegerischen Auseinandersetzungen weiterhin gegeben sein könnte. Wie beurteilen Sie das? Ich habe die Frage nicht verstanden. Also wie ich die Frage verstehe, ich hätte sie übrigens ähnlich gestellt. Wenn wir sagen, okay, wir lösen den Nationalstaat auf und haben wieder einzelne Regionen, dann haben wir ja plötzlich nicht weniger Player auf dem Spielfeld sozusagen, sondern mehr, wieder mit unterschiedlichen Vorstellungen und möglicherweise unterschiedlichen Machtansprüchen. Könnte es dann nicht passieren, dass gerade wenn wir uns in so einem großen, großen Umbruch befinden und den jetzt mal wirklich riesig denken, dass wir dann nicht auch das Problem haben, dass plötzlich kleine Staaten wieder wie so bei... Nein, das sind keine kleinen Staaten. Kleine Gemeinschaften, dann nenne ich sie Gemeinschaften, wieder versuchen, kriegerisch gegen eine andere vorzugehen, auch wenn sie sehr klein sind? Nein, es ist, also ich nehme das Beispiel, was ich versucht habe zu erklären, das Frankreich und Deutschland. Da gibt es eben zwei Häuser, das Haus der Völker und das Haus der Regionen. Und die Grundlage ist eigentlich, dass das Haus der Regionen dem Haus der Völker übergeordnet ist. Heute ist es so, dass die Nationalstaaten den Regionen übergeordnet sind. Das ist genau eine Umkehrung.
ist was ganz anderes, was ganz Neues. Der Standpunkt zu sagen, wir haben dann, wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass wir die Staaten aufgelöst haben und dieses Regionenkonzept mit dem Haus der Völker und Haus der Regionen haben, dass wir das dann haben, ist mir, das ist mir klar, das habe ich auch verstanden. Aber wir müssen diesen Schritt ja erstmal gehen. Wir müssen ja um diese Staaten zusammenführen, die Nationalstaaten auflösen. Und dann, das geht ja nicht von heute auf, oder würde ja Natürlich. vermutlich nicht von heute auf morgen gehen. Und dann haben wir ja plötzlich die kleinen Player. Und wer sagt denn, ich überspitze jetzt, aber wer sagt denn, dass Sachsen und Bayern nicht sagen, nö, wir haben keinen Bock? Nein, das können die Bayern, das können die Bayern nicht sagen. Die können das sagen, aber das nutzt da nichts, denn das wird ja vorher ganz normal demokratisch ausgehandelt, also was zum Beispiel das gesamte Problem der Außenpolitik, der Kriegspolitik und all diese Dinge, die liegen ja in dem oberen Haus, nicht? Aber das untere Haus, das Haus der Region, hat immer ein absolutes Recht, dem zu widersprechen. Das obere Haus kann nichts machen ohne mehr das Unterhaus. Das ist ja die Idee, dass der Mensch sozusagen die Zentralinstanz der Demokratie ist. Heute ist der Mensch für meine Begriffe nicht die Zentralinstanz der Demokratie, sie ist nur Formalinstanz der Demokratie. Dadurch, dass zum Beispiel die Rippe, ich bin, gut, also das ist aber wieder eine andere Frage, ich bin auch ein, solange ich Politik nicht mache, sondern darüber nachdenke, bin ich nicht der Meinung, dass die repräsentative Demokratie eine Demokratie ist, die humanistischste ist, sondern ich bin der Meinung, dass die direkte Demokratie die humanistischste ist. Für mich ist das Beispiel, es gibt eigentlich nur ein Beispiel auf der Welt, wo das einigermaßen funktioniert, in dem Sinne, wie ich es dargestellt habe, und das ist die Schweiz. Die Schweiz ist deswegen bin ich auch allergisch sozusagen, wenn ich auch in einem anderen Kreis höre, ja, das ist ja alles utopisch, das lässt sich alles nicht verwirklichen. Nein, die Schweiz funktioniert. Die funktioniert perfekt. Die funktioniert perfekt. Nicht nach diesem Modell, noch nicht ganz, aber fast nach diesem Modell. Also würden Sie sagen, eigentlich wäre doch dann der erste Schritt hin zu diesem neuen Europa, dass Deutschland entscheidet, sich als Nationalstaat aufzulösen. Also dass die Deutschen Ja, das entscheiden. Und richtig. dann könnten doch, jetzt nehmen wir mal an, ich mache jetzt mal ganz klischeehaft diese Ost-West-Grenze, der Westen sagt, ja, gehen wir mit, finden wir toll, ne? 95% der Leute im Westen stimmen dafür, aber leider im Osten nur 20%. Wie geht man dann damit um? Sagt man, wir stülpen das jetzt diesen Regionen auf, dass sie mit müssen in unser neues Europa? Oder lässt man sie dann ziehen? Nein, die müssen liegen lassen kann man die nicht, sondern man muss eben einen Modus finden, dass, ja, sagen wir mal, das ist egal, eine qualifizierte Mehrheit eines Landes das eben entscheidet. Das war zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit oder 75%, dann müssen die anderen sich fügen. Das ist demokratisch. Man kann nicht jeder sagen, ich mache, was ich will. Das heißt, eigentlich fängt doch dann das Europa der Region, wenn in meinem fiktiven Beispiel, dann damit an, dass man den Willen bestimmter Regionen nicht berücksichtigt. Wir haben das Europa der Regionen ja nicht. In dem Europa der Regionen wird das natürlich funktionieren, aber nicht sozusagen auf dem Wege dorthin. Okay. Das ist ja was ganz anderes. Ja, hier vorne, der Herr hatte noch nichts. Haben Sie denn das übermächtige Russland mitbedacht bei Ihrer Utopie? Bitte, was? Die Frage ist, ob Sie Russland mitbedacht haben bei Ihrer Utopie. Die Übermacht des Landes in Europa. Ist das mitbedacht zu Ihrer Utopie? Also, ich denke immer Russland mit eigentlich.
Nicht? Aber es ist schwieriger geworden. Nicht? Sie wissen vielleicht, dass ich über 10 Jahre das einzige Europa-Institut in Russland gegründet habe und dort gearbeitet habe. Das heißt also, im Abitur habe ich zum Beispiel die russische Literatur, das war mein Thema. Das heißt also, für mich gehört Russland natürlich zu Europa. Aber es ist heute ungeheuer schwer, sozusagen diesen Gedanken nach wie vor zu vertreten. Nicht, denn wenn ein Land wie Russland ein anderes Land überfällt, wie auch immer, mit Krieg überzieht, ist das unentschuldbar. Es gibt eigentlich keinen Grund, das zu entschuldigen. Es gibt Gründe, warum die Russen das gemacht haben. Das gibt es. Aber es gibt nicht einen Grund, etwas zu entschuldigen. Denn ich gehe immer davon aus, von dem Satz des Grundgesetzes, den es nicht in keiner Verfassung der 200 Staaten gibt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn ich diesen Satz zugrunde lege, dann entwickelt sich daraus alles weitere Denken. Meinten Sie das in diese Richtung bezogen oder meinten Sie das quasi, wenn Europa sich entscheidet, okay, wir gründen uns neu, dass Russland das nutzen könnte, um gegebenenfalls gegen Nein, andere Staaten das vorzugehen? ist ja nicht. Putin, wie auch immer der dann später heißen soll, der wäre derjenige, der sich am meisten darüber freut. Dann wäre Europa am schwächsten. In dem Moment des Umbruchs. Ja. Okay. Ich Da eine Einladung, da wird sich die ganzen kleinen habe sie gesehen. Übel sofort unterwerfen und damit Was? alles sichern. Die Aussage des Teilnehmers ist, dass in dem Moment, wo sich die EU quasi auflöst und neu gründet, Russland, Putin, unter wem auch immer, diese Gelegenheit ergreifen würde, um sich die kleineren, schwächeren Teile dann Nein, ich einzuverleiben. habe ja noch nicht darüber geredet, darüber müssen wir dann reden, ob auch die NATO auflösen. Aber das ist wieder ein anderes Thema, nicht? Also darüber habe ich noch gar nicht Der Herr da hinten, bitte, geredet. ja. Es ist nicht möglich, sich Gedanken zu machen, wo stehen wir und welche Union zu reformieren. Also die Energie dann nicht in die Zerstörerlöcher hineinsetzen, sondern das Reformieren und die Region wieder stärken, die Geldflüsse anders laufen lassen, das Mehrheitsprinzip einführen. Das wäre doch viel sinnvoller, als wieder ein neues System zu eröffnen. Welche Politiker würde ich Ihnen entgegensetzen? Bitte Ihre Energie jetzt in die Reformierung der bestehenden Organisation EU, die ja 70 Jahre lang den Frieden uns gebracht hat. Die Anmerkung war, ob man nicht statt die Energie in ein neues System zu stecken, diese besser in die Reformierung des bestehenden Ja, Systems packen aber sollte. das lässt sich ja nicht reformieren. Das ist ja meine Meinung und ich will und das kann ich auch gut begründen. Denn wenn die Einstimmigkeit abgeschafft werden soll und ohne die Abschaffung der Einstimmigkeit gibt es keine Reform. Das, da wird derjenige, der sozusagen nicht damit einverstanden ist, die stützen sich gegenseitig, wie die Polen und bevor die Polen jetzt eine andere Regierung hatten, wie die Polen und die Ungarn sich permanent in diesem Gremium stützen. Also ich will jetzt noch eine Provokation sagen. Wenn Sie mich fragen, wäre der erste Schritt, um sozusagen nicht dieses Modell, was ich hier habe, sondern sozusagen die EU zu reformieren, dass ich das Gremium der Staats- und Regierungschefs abschaffen würde. Das wäre das erste Modell. Das wäre das erste, was ich machen würde. Die Staats- und Regierungschefs, dieses Gremium abzuschaffen. Denn das Gremium stört sozusagen die gesamte Politik der Europäischen Union.
Ich weiß, dass das radikal ist, aber das ist meine Meinung. Da stoßen Sie bei mir auf solche Ohren, weil das sage ich seit Jahren, dass wir dieses Gremium nicht mehr brauchen. Da hinten der Herr, ganz hinten bitte. Die müssen mir helfen. Im Westen stimmen zu 90% zu, der Osten legen 20% ab. Wenn sowas laufen kann, dann kann das nur laufen, wenn es notwendig wird. Und zwar notwendig, weil sonst der ganze Zusammenhang nicht mehr funktioniert. Das heißt, aus innerer Notwendigkeit entscheiden sich die Menschen dann dazu, ein neues System zu gründen. Und andere sind vielleicht noch nicht ganz so weit, die brauchen noch vielleicht ein bisschen länger. Aber auch die merken, dass diese alte EU, aus der dann aus innerer Notwendigkeit was Neues wird, dass das nicht mehr funktioniert. Und dann ist es eigentlich in jedem Interesse, etwas an die Stelle zu setzen. Deswegen wird das ein Übergang sein, der aus innerer Einrichtung und nicht an die Verordnung werden kann. Ob jemals die Menschen zu dieser inneren Einsicht kommen werden, das ist wieder eine ganz andere Frage. Nicht, aber nur so kann das funktionieren. Was war jetzt Ihre Frage daran? Meine Frage ist, wie kommt es zu einer inneren Einsicht? Ah. Dahin. Okay. Meiner Meinung nach aus dem Platz. Die Frage war, wie kommen wir hin zu diesem regionalen Europa? Und die Meinung unseres Teilnehmers hier ist, dass das nur durch Sachzwänge geht, dass die Menschen quasi gezwungen sind, sich zu entscheiden für ein neues System. Was glauben Sie dazu? Das kann schon sein, nicht? Aber wenn die Menschen, wie ich denke, in diesem neuen System sozusagen die Zentralinstanz der Handelnden sind, was sie heute nicht sind, dann bin ich der Meinung, dass das funktionieren kann. Außerdem ist es so, dass wir unser Erziehungssystem natürlich ändern müssen. Wir müssen im Kindergarten anfangen, darüber nachzudenken, wie dieses Europa funktioniert. Ich habe also der Europäischen Union vor 40 Jahren vorgeschlagen, man möge doch mal ein gemeinsames Europabuch machen von allen Ländern, die damals drin waren. Dann haben die gesagt, das kostet 500.000 Euro, die haben wir nicht. Also die Sachzwänge, da stimme ich Peter zu, nicht? Das ist natürlich eine wichtige Sache, aber ich denke, dass die Sache nie über die Menschen in irgendeiner Form steht. Und von daher, der Mensch, wenn er mehr Verantwortung bekommt und sieht, dass das funktioniert und sieht, dass seine Ideen eingehen in eine gemeinsame Geschichte, dann bin ich auch der Meinung, dass das natürlich, wie auch die Demokratie, ein langer Erziehungsprozess und Entwicklungsprozess war, dann bin ich auch der Meinung, dass sich das verändern ließe. Aber ich weiß, dass das sozusagen eine hochkomplexe Geschichte ist. Wie immer, wenn sich Systeme verändern, politische Systeme verändern, ist das immer mehr oder weniger ein revolutionärer Akt. Aber gut. Die Dame hier vorne ist ja an sich gemeldet. Wir reden jetzt immer von Sachzwängen und Kapital und all diesen Begriffen, aber wäre es denn dann nicht der erste Schritt, erstmal einen ideologischen Überbau zu finden, es wurde hier schon von Klima gesprochen, dass man sagt, wir Europäer haben das Ziel und alle, die das Ziel auch haben, vereinigen sich. Ich meine, wir haben das ja zum Beispiel bei den Religionen, da kommt die Transzendenz mit in das Spiel, dass alle sagen, okay, die Transzendenz ist der Gott, ganz egal, ob im Islam oder im Christentum, aber sie bilden eine christliche Gemeinde, ganz egal aus welchem Land, ob das Philippinen, Afrikaner oder Deutsche sind. Genauso wie im Islam oder in anderen Religionen ist das auch der Fall. Das heißt, ich müsste ja erstmal eine Ideologie haben, um dieses Aufgeben der Nationalität hervorzubringen. Wir Sonst haben habe ich doch überhaupt nicht das Interesse. Warum soll ich das denn machen?
Da gibt es zum Beispiel keine Fußballspiele mehr, Deutschland gegen Frankreich oder so. Das sind so Kleinigkeiten. Aber ich möchte einen Überbau haben, wo eine gemeinsame Kreisung zu bilden ist. Die Anmerkung der Teilnehmerin geht in die Richtung, braucht man nicht, mehr, um überhaupt so eine neue europäische Gemeinschaft zu denken, einen gemeinsamen ideologischen Überbau, damit das überhaupt funktionieren kann. Naja, ich habe ich wiederhole das vor allen Dingen für unsere Leute draußen. Ich habe gut verstanden. Ja, also wenn Sie mich nach dem Überbau fragen, dann habe ich immer was gegen einen Überbau. Grundsätzlich. Nicht, denn jeder Überbau, wie das politische System oder die Macht funktioniert, seit Menschengedenken, hat jeder Überbau sozusagen, zieht die Macht an sich und ja, das heißt also, in dem Moment, wo sie einen Überbau schaffen, haben sie auch automatisch die Machtpolitik, dass der Überbau diese Machtpolitik für sich okkupiert. Also das, also gegen Überbau, bin ich... Eine Ideologie, das ist insofern, wir haben eine Ideologie. Was war das? Wir haben eine Ideologie. Wir haben die Ideologie, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist meine Ideologie. Und eine bessere Ideologie müssen Sie mir erst nennen. Und wenn Sie dem Satz, und das Interessante ist ja, dass kein Staat der Welt damit anfängt, dass mit dem Menschen anfängt. Und der Mensch ist die Zentralinstanz der Politik. Nur das haben wir noch nicht internalisiert. Ich hatte noch weitere Wortmeldungen gerade eben gesehen. Da hinten, ja bitte. Ich glaube, spätestens wenn man gestern Abend die Fernsehsendung im ZDF gesehen hat, über den Trumpismus in Amerika, dann ist ein eiskalter Rückenwind unterlaufen. Und das wird spätestens dann die Herausforderung an Europa sein, sich völlig neu zu stabilisieren, glaube ich. Die Frage, es ist keine Frage, sondern eigentlich die Aussage ist, dass durch den Trumpismus in den USA und was da die Folgen von sein könnten, ja, Europa gezwungen sein wird, sich neu zu erfinden oder sich neu zu denken, neu zu stabilisieren. Ja, aber Europa wird sicherlich nicht in dieser Richtung denken, weil einfach die Machtverteilung so ist, wie sie heute ist. Und man wird dann versuchen, eben die Europäische Union. Es ist ja nicht so, dass die Europäische Union nicht funktioniert. Das behaupte ich ja gar nicht. Das habe ich auch nicht behauptet. Sondern sie ist, wie ich meine, nicht reformierfähig. Es sei denn, die Nationalstaaten würden sich bereit finden. Und das bezweifle ich, das ist noch utopischer als mein Modell, würden sich bereit finden, ihre gesamte Souveränität in die Europäische Union zu geben. Dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Wir reden ja die ganze Zeit von einer Utopie. Mein Gedanke war, als ich das Buch gelesen habe, oder einer meiner Gedanken, wir haben ja dieses Problem des Nationalismus auch in Deutschland in einem sehr, sehr großen Maße. Ja. Und ich halte es momentan für ziemlich unwahrscheinlich, dass ich zu meiner Lebzeit noch erleben werde, dass sich das wieder umkehrt. Also dass wir wegkommen von diesem Nationalismusgedanken. Meine Befürchtung als junger Mensch ist eher, dass es schlimmer wird. Dann, da stimme ich Ihnen zu, aber dann steuern wir eine Katastrophe. Umso nationalistischer ein Staat wird, umso, für meine Begriffe, umso komplizierter ist es. Also, und das ist das Grundproblem, was Sie sagen, nicht? Der Nationalismus ist das Grundproblem. Aber was tun wir dagegen? Also was können wir, die wir hier alle sitzen, dagegen tun? Tja. Ja, das bei dem repräsentativen System ist das alles sehr, sehr kompliziert. Sie können sich nur so verhalten, dass Sie den Parteien ihre Stimme geben,
Was anderes ist ja gar nicht in unserem System denkbar. Nicht? Ich weiß ja, dass das nicht morgen umsetzbar ist oder was weiß ich was, sondern dass sie eben ihren Vorstellungen eben entspricht und die sozusagen auf der Basis dessen ihre Stimme abgeben, wie wir Demokratie gelernt haben in unserem westlichen System. Was anderes kann ich da auch nicht sagen. Die Dame da hinten, ja, bitte. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dieses Konstrukt Deutschland, Frankreich, Benelux zu einem Land zusammenfassen wollen, dieses System der Schweiz einführen wollen? Und können Sie noch mal darauf eingehen, warum Sie denken, dass es in der Schweiz besser läuft? Weil da gibt es ja zum Beispiel die Volksabstimmungen. Aber die Abgeordneten können sich natürlich auch stärker mit einem Thema befassen, als es jetzt bei einer Volksabstimmung der Fall wäre. Können Sie nochmal da näher darauf eingehen, warum Sie dieses Modell der Schweiz wertschätzen und für besser halten? Ich nehme Ihre Frage, aber ich formuliere die nach der Frage, die ich noch online gekriegt habe, weil das ist im Grunde dieselbe. Wie soll das politische System aussehen in einem Europa der Region und was halten Sie von einer Verschweizerung eines Europas der Region? Also wenn dieses Europa der Region mehr agieren würde wie die Das Schweiz. Modell, was ich Ihnen vorgestellt habe, kommt sehr nahe. Also der erste Grundsatz ist, dass jede Entscheidung durch ein Votum der dort lebenden Bevölkerung rückgängig oder neu gemacht werden kann. Sehen Sie jetzt, was die Schweiz jetzt entschieden hat. Machen Sie das mal in Deutschland. Versuchen Sie das mal, dass die Schweiz sagt, wir brauchen ein 13. Gehalt, damit wir weiter so leben können, wie Sie wollen. Nicht? Das hat die Schweiz durchgesetzt. Versuchen Sie das mal in der Bundesrepublik Deutschland zu machen. Undenkbar. Undenkbar. Ich glaube, das Fass direkte Demokratie, deliberative Demokratie aufzumachen, das führt zu weit, vor allem, weil der Herr da hinten noch eine Frage hat. Aber danke für die Antwort. Ich habe eigentlich das eine Frage, die ich mal verstanden habe. Haben Sie die Hoffnung, dass sich der Nationalismus auflöst, in dem Augenblick, wo sich Nationen auflösen? Aber wenn ich mir die heutige Welt angucke, dann, wenn ich zum Beispiel in Bayern denke, gibt es ja auch im Nationalstaat durchaus Regionen, die sich etwas besser fühlen. Aber letztlich ist eigentlich nur, oder erlaube ich nicht, über einen Nationalismus mit einem Regionalismus zu ersetzen. Frage Nummer zwei, an dem ich eh schon das Problem, dass wir in Europa zu viele Stimmen haben, die wir wählen wollen. So heißt, wenn ich das jetzt aufwähle, auch noch mehr, weil ich viele Regionen habe, bewegt sich Europa dann nicht endgültig oder wird es nicht ein irrer Kuhhandel? Also sprich potenziell das Problem, was Europa heute eigentlich eingeht, zulässig. Ja, also das waren zwei Fragen. Die erste Frage ging in die Richtung, wenn ich den Nationalstaat, wie er heute ist, auflöse und damit denke, den Nationalismus aufzulösen, tausche ich damit nicht den Nationalismus einfach ein gegen einen Regionalismus? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage war, wenn wir jetzt tatsächlich dieses Europa der Region haben, haben wir dann nicht viel, viel mehr Stimmen in Europa, als wir es jetzt haben? Und potenziere ich damit nicht das Problem, was wir jetzt innerhalb der EU haben? Nein, das kann man, hier, um die letzte Frage zu beantworten, das kann man verfassungsrechtlich, kann man das regeln, nicht? Wie das ist. Das andere, dass wir sozusagen, der Vorwurf kommt auch immer, wenn ich das irgendwo vortrage, dass sozusagen der Nationalismus durch einen Regionalismus abgelöst würde. Das ist insofern nicht für meine Begriffe relevant, weil der Nationalismus und der Nationalstaat ist ja ein sehr kompaktes, während sozusagen der Regionalismus ja sehr differenziert ist. Das heißt, dass sie sozusagen alle Regionalismen unter einen Regionalismus bringen, das ist nicht der Fall, sondern das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, ist ja ein Punkt, dass es so etwas gibt wie eine Regionsräson.
Also keine Staatsräson, sondern eine Regionsräson. Das heißt also, dass jede Region nach ihren Vorstellungen leben darf. Und dann haben sie nicht das Problem, dass der Regionalismus sozusagen alle Regionalismen zusammen ein etwas Neues geben. Ich glaube, es ging nicht darum, dass man die Region, dass man diesen Regionalismus als zusammengefasstes Konstrukt betrachtet, sondern einzeln, dass ich eine Region, nehmen wir die Städteregion Aachen, dass ich die Städteregion Aachen für besser und gerechter und was auch immer hält als die Städteregion Heinsberg. Also auch dann, dass man sich dann innerhalb der Regionen quasi mit so einem, ich nenne das mal Lokalpatriotismus begegnet. Ich habe nichts gegen Lokalpatriotismus. Ich finde das in Ordnung. Ich finde Lokalpatriotismus völlig in Ordnung. Oder Regionalpatriotismus, egal wie Sie es nennen. Finde ich ganz in Ordnung. Solange man dann nicht noch 20 Jahre später als zugezogener und Neuling gilt, ne? Wie gesagt, also das ist aber ein anderes Thema. Ich habe den Begriff der Regionsräson im Jahr 2020 erfunden, nicht? Und habe ihn auch begründet. Das ist was ganz anderes als die Staatsräson. Also, das ist was völlig anderes. Es geht mir immer erstens um den Menschen und zweitens geht es mir um die Identität des Menschen oder die Identität der Menschen, die in einer Region sich sozusagen als Gemeinschaft verstehen. Und da bin ich ganz bei dem Althusius, dass er sagt, das ist eine Gemeinschaft, wo das Prinzip des Helfens, des gegenseitigen Helfens zu einem vernünftigen Leben sich entwickeln kann. Ich würde eine Frage noch zulassen. Hat noch jemand eine Frage? Ja. Ich frage, wo ist da die Begeisterung für die Regionen herkommen soll? Also ich weiß nicht, der Rheinländer ist ja schon eine machbare Region, aber ich glaube nicht, dass die Begeisterung so groß sein würde, dass die Rheinländer sagen, wir wollen eine Region bilden. Wir würden daran denken, was passiert denn mit unseren übergeordneten Institutionen? Was ist denn mit der Rentenversicherung? Was ist mit dem Militär, mit der Polizei und so weiter? Das gibt doch ein totales Chaos. Die Frage fand ich so zugespitzt, wie Sie die zu Anfang gestellt haben, sehr, sehr gut. Woher kommt bei den Leuten die Begeisterung dafür, sich jetzt für ihre Region stark zu machen? Wäre nicht eher die Sorge, dass die Leute dann anfangen, darüber nachzudenken, was ist mit meiner Rente, was ist mit meiner. Ja, das wird ja alles besser. Das wird ja viel besser kommuniziert. Was ist mit meiner Rente? Aber das sozusagen, dass der Mensch Heimat als ein oder dass Heimat als ein Menschenrecht ist und dass sozusagen Nationalität eine Fiktion ist, davon kann ich nicht absehen. Ich würde an der Stelle, ich würde mit dem schönen Satz Nationalität ist eine Fiktion hier heute diese Veranstaltung beenden. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu diskutieren. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist auch mal was anderes als ansonsten, ja, definitiv. ich bedanke mich für Ihr zahlreiches Erscheinen und ich hoffe sehr, dass wir uns im Rahmen einer anderen Europe Direct Veranstaltung nochmal wiedersehen.